schaffe dir deine eigene einzigartige Methode und gib ihr einen schönen Namen. Konkretes Beispiel. Wenn du heute dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst, dann gibt es natürlich, Google mal Ernährung, ja, dann findest du eine riesige Vielzahl verschiedenster Diäten. Die einen sagen rein vegan, die anderen sagen Paleo-Diät. Die einen sagen nur, ich möchte Supplementals nehmen. Biohacking ist ja ein großes Thema derzeit. Die anderen sagen, nein, bloß nicht dieses, glutenfrei und so weiter. Du findest eine große Vielzahl daran. Und wenn du heute ein Ernährungsberater bist und dein Wissen draußen verkaufen willst, hast du ein Problem. Das, was du machst, ist beliebig, weil das, was du weitergibst, in Konkurrenz steht zu so vielen anderen Dingen. Und zum Thema Ernährungsberater, wenn du mal suchst, Ernährungsberater München oder Frankfurt oder aus welcher Stadt auch immer du kommst, bei uns ist es hier Paderborn, findest du hunderte von Ernährungsberatern. Und dann musst du dich nicht wundern, dass du dann vielleicht einen Stundenlohn nachher nur durchsetzen kannst von 30 Euro, weil der Kunde sagt, ja, du, ach, das ist mir zu teuer, ich gehe zum anderen, der hat halt auch, der macht auch Ernährungsberatung. So, und jetzt skippen wir mal das Thema Ernährungsberatung. Da ist nämlich der Content wertlos, der reine Content ist wertlos. Trust aber hast du aufgebaut, indem du zum Beispiel Ernährungsberaterin bist oder Ärztin wie Dr. Mareike Awe. Ich weiß, sie ist eben uns beiden bekannt. Und vielen wahrscheinlich dann der Zuschauer und Zuhörer auch bekannt. Das ist jetzt ein Zufall, aber... Ah, guck mal, siehst du? So. Zufall. Pass auf. Sven, und das ist jetzt wirklich nicht abgesprochen. Wie heißt Ihre Methode? Guck nicht drauf. Weißt du, vielleicht erinnerst du dich, wie die Methode heißt? Intuit. Ja, okay. Volle Punktzahl. Wirklich, ist kein Fake jetzt. Ich wusste wirklich nicht, dass du das Buch da hast. Mareike Awe ist sozusagen Kronzeugin. Was hat Mareike? Sie hat einen Content. Aber dieser Content, den sie hat, nämlich intuitives Essen, wenn du intuitives Essen eingibst, ist das Commodity, das ist ein Rohstoff, eine Selbstverständlichkeit. Sie hat Trust aufgebaut. Warum? Weil sie Ärztin ist und sie hat auf der Basis des Trusts aufgebaut, ihr eigenen Brand. Und sie hat eine eigene Methode kreiert. Und dahinter gibt es diese Strategie von Wichan Kim, die wir verwenden im Buch. Und zwar nennt die sich Blue Ocean, Red Ocean. Der rote Ozean ist der Markt, der vom Hauen und Stechen der vielen Marktteilnehmer rot gefärbt ist. Da geht es nur noch um Preisdruck, um wer ist der günstigste und so weiter. Mhm. Und wenn du dich veredelst, dein eigenes Etikett draufklebst, dann zahlt für ein praktisch sehr ähnliches Produkt, nur dadurch, dass du dieser Methode einen neuen Namen gibst, für ein etwas besseres Produkt der Kunde sehr, sehr viel mehr. Und du kannst sogar ein Markenrecht anmelden, das ist ja zulässig, dann darf dir deine Methode, also hier Mareikes Methode Intuit zum Beispiel, eben keiner mehr tatsächlich eben klauen und verwenden.